Walker? Ja? Ansgar von Lahnstein schickt mich. Ich bin seine Chauffeurin. Er hat eine kleine Aufmerksamkeit für Sie vorbereitet. Sie machen mich neugierig, Darling. Wenn ich bitten darf. Hi, Honey. Was ist denn mit euch, ihr Schnarchnasen? Das sieht nicht gut aus. Oh, 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 oh. Oh Gott! Halt dich fest! Cooler Stunt, was? Du kletterst jetzt sofort wieder zurück! Komm du doch rauf! Der Ausblick hier oben ist fantastisch! Rein mit dir! Oh Gott, wir müssen noch irgendwas tun! Okay, ich gehe jetzt hoch und dann hole ich ihn da runter. Andi! Ja, das fehlte noch, zwei Betrunkene auf dem Dach. Ich rufe jetzt die Feuer. Aber bis die da sind, ist es viel zu spät. Wie komme ich da am schnellsten hoch? Das lasse ich nicht zu. Na, wollen wir nicht doch Gesellschaft leisten? Wow. Achtung! Jetzt sagen Sie schon über das Dachfenster. Hat Walker dir eigentlich auch von seinen Plänen erzählt? Er will das Schloss Stein für Stein abtragen lassen und in Las Vegas, glaube ich, wieder aufbauen. Schon verrückt, dieser Amerikaner. Du wirst den Verkauf von Königsbronn bitter bereuen. Oh, schon wieder eine Drohung. Vater, ich bin tatsächlich hier, um dir ein Angebot zu machen. Unter den gegebenen Umständen nehme ich das Hausverbot für dich gern zurück. Danke, ich verzichte. Tatsächlich. Überleg's dir nochmal in Ruhe, schließlich bist auch du in diesem alten Kasten aufgewachsen. Eine letzte Gelegenheit, nochmal Abschied zu nehmen, solltest du... Verlass meine Wohnung. Ehe ich mich vergesse. Wann siehst du's endlich ein? Du hast verloren, gegen mich. Raus. Schön. Solltest du dennoch Sehnsucht bekommen? 12 Flugstunden und du kannst sehen, wie das Schloss in der Wüste wirkt. Was wollen Sie? Noch einmal für meine Methoden werben. Ich sehe eine letzte Chance, den Verkauf des Schlosses zu verhindern. Graf Lahnstein? Ja, was schlagen Sie vor? Jost, können wir zumindest besser mit Leonard reden. Soll ich? Ich mach das schon. Leonard! Jana, hast du dir doch noch überlegt? Komm, ich versichere dir, zu zweit ist es hier noch viel gemütlicher. Komm. Leonard, das ist nicht so mein Ding. Vielleicht solltest du auch reinkommen. Hast wohl Höhenangst, was? Komm, trotzdem, komm. Leonard, es ist spät. Du hast morgen Frühschicht. Ach, Papalapap, wir haben noch die ganze Nacht Zeit. Komm. Er will nicht. Also doch, die Feuerwehr. Ich hätte schon längst anrufen sollen. Und? Habe ich dir etwa zu viel versprochen? Nein. Aber ich nehme dich jetzt trotzdem mit rein. Ach, Jana. Ich gehe nicht ohne dich zurück. Ich brauche doch wenigstens noch eine Zigarette mit mir. Leonard, lass den Scheiß, das ist kein Spiel mehr.
Boah, von den Dingern wird einem ganz schön schwummrig. Komm jetzt. Also gut, aber nur wenn wir drinnen noch einen Absacker zusammen trinken, klar? Na? Was macht ihr eigentlich für einen Aufriss? Kann man hier nicht mal in Ruhe eine Zigarette rauchen? Willkommen zu... Entschuldigung, ich habe jemand anderes erwartet. Lieferung für Vanessa von Beinbach. Meine Verlobte. Was ist denn da drin? Brautmodenfick. Ach, das Hochzeitskleid. Glückwunsch, echte Nobelfirma. Danke. Danke. Tschüss. Oh, hey, nimmst du mich mit rein? Vanessa. Ich hab dich sowas von vermisst. Ich dich erst. Ist das für mich ein Geschenk? Nicht ganz. Oh! Das nennt man Timing. Da habe ich uns gerade vor einer Riesenkatastrophe bewahrt. Wieso? Nie gehört? Es bringt Unglück, wenn der Bräutigam das Brautkleid vor der Hochzeit sieht. Vanessa, ich muss dir was sagen. Wir müssen das Brautkleid zurückgehen lassen. Bitte? Hallo Johannes. Du wirst bereits erwartet. Ich weiß, danke, John. Bereit für den Pakt mit dem Teufel? Wir werden sehen. Manchmal gibt es eben keine andere Wahl. Aber bitte sei auf der Hut. Guten Morgen, Graf Lahnstein. Frau von Anstetten, guten Morgen. Na, möchten Sie Ihrem Enkelchen nicht Hallo sagen? Kommen wir besser gleich zur Sache. Sie haben mir etwas vorzuschlagen. Was ist das? Mr. Walker steht bei seinem Gretchen voll unter dem Pantoffel. Sie wären nicht wirklich begeistert über seine Freizeitaktivitäten. Wie haben Sie denn das wieder eingefädelt? Computerfälschung? Das war gar nicht nötig. Mr. Walker hatte wenig Hemmungen. Wenig appetitlich, finden Sie nicht? Wenn es der Wahrheitsfindung dient. Und dem eigenen Vorteil. Ihm geht es doch ausschließlich um das Erbe Ihres Sohnes. Warum zeigen Sie mir eigentlich die Bilder? Und erpressen Walker nicht direkt? Wissen Sie, ich bin gar nicht so sicher, ob ich den Verkauf des Schlosses wirklich verhindern soll. Falls Sie allerdings versprechen, mir zu helfen. Indem ich gegen Ansgar in einem Prozess aussage, meinen Sie? Wenn Sie dem Jugendamt sagen, dass Ansgar Sie vergiftet hat, wird ihm niemand ein Kind zusprechen. Außerdem verlange ich lebenslanges Wohnrecht für mich und meinen Sohn auf Königsbrunn. Naja, überlegen Sie nicht zu lange. Walker ist schon auf dem Weg zu Ansgar. Der Hochzeitsplaner war ein Betrüger. Wenn es nur das gewesen wäre. Der Typ ist hier eingebrochen, hat sich in meinen Computer eingeloggt und all meine Konten geleert. Was? Was war nur das Geld? Hauptsache ist doch, wir haben immer noch uns. Und die Polizei? Findet keine heiße Spur. Der Typ war ein Profi. Das heißt, du bist jetzt vollkommen pleite. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Mir gehören immer noch der Club und die Wohnung. Und das Geld, das du in unsere Firma gesteckt hast. Ja, genau. Also, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Wir schaffen das schon. Ach, Felix. Und ich lasse dich auch noch tagelang allein. Warum hast du mir nichts gesagt? Am Telefon. Was hätte es denn gebracht, wenn du dir die ganze Zeit nur Sorgen machst? Außerdem, es hilft doch alles nichts mehr. Du
müssen jetzt einfach nach vorne schauen. Auf unsere Hochzeit zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wir müssen halt nur die Planung etwas anpassen. Für die Traumhochzeit bin ich jetzt leider nicht mehr flüssig genug. Ja? Jana. Trotz Kater im Dienst? Na klar. Was hast du erwartet? Das wollte ich damit nicht sagen. Ich habe wirklich eine Menge Arbeit. Du hast uns gestern einen Riesenschreck eingejagt. Das war nicht meine Absicht. Einen Schritt weiter und diese Klinik müsste sich jetzt einen neuen Arzt suchen. Jetzt komm schon. Übertreib nicht. Ich hatte alles im Griff. Das glaubst du doch selber nicht. Jana, was willst du? Willst du eine Entschuldigung dafür, dass ich vor dem Fenster geraucht habe? Oder vielleicht einen Heldenorden? Nein, aber wie wär's mit einem Funken Einsicht? Ich habe niemanden gebeten, Kindermädchen zu spielen. Sollte ich dich einfach vom Dach fallen lassen? Niemand ist vom Dach gefallen. Weil du mehr Glück als Verstand hattest. Diese Tabletten hauen voll rein. Dazu warst du betrunken. Es ist kein Wunder, dass du so durchdrehst. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich weiß genau, was ich tue. Ich habe diesen ganzen Quatsch hier schließlich jahrelang studiert. Im Gegensatz zu dir. Oh, ich weiß, du hast dich auf das Fest in dem Moselschloss echt gefreut. Aber keine Sorge. Unten im Club wird's genauso schön. Hm? Wie bei Kokos Geburtstagsparty gestern. Klar. Hauptsache ist doch, wir feiern mit unseren Freunden. Coco sorgt für den richtigen Sound. Andi schmeißt die Bar. Morgen. Sag mal, wann kommt Vanessa eigentlich wieder, Felix? Guten Morgen, Andi. Wen schmeiß ich wo runter? Wenn du den in der Theke einplanst, dann wäre er sein bester Kunde. Mhm. Auch wieder wahr. Allerdings, Andi ist der beste Beweis dafür, dass die Party gestern richtig abgegangen ist. Was ist schon ein Geburtstag gegen eine Hochzeitsfeier, hm? Ach so, die Location-Frage. Stimmt. Ich meine, die Hochzeit im eigenen Club zu feiern, ist doch mega cool. Obwohl, was rede ich da? Mm-mm. Klatschreporter passen nicht ganz so viel in den Club rein, Vanessa. Auf die verzichte ich sowieso, Andi. Meine Traumhochzeit hängt nicht von einem Traumschloss oder einem Traumbuffet ab. Sondern von meinem Traummann. Es macht dir also nichts aus, dass alles nur noch mal kleiner wird? Nein. Ich liebe doch dich und nicht dein Geld. Mr. Walker, wie schön. Der Vertrag ist vorbereitet. Ach, ich muss mich Ihnen noch bedanken. Meine Abend gestern war außerordentlich. Exciting. Ja, das freut mich. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Oh, danke. Ja, wie gesagt, es ist alles vorbereitet und natürlich genau, wie wir es besprochen haben. Gretchen wird begeistert. Ich schenke ihr das Schloss, auf dem wir zum ersten begegnet sind. Ja, wie schön. Und sehen Sie, ich bin Ihnen auch noch dankbar dafür. Immerhin habe ich es geschafft, einen Käufer zu finden, dem dieses Schloss genauso viel bedeutet wie meiner Familie. Ja, bitte. Entschuldigen Sie die Störung. Jetzt nicht, Frau Kepler, ja? Dieser Umschlag wurde soeben für Sie abgegeben. Von einem Boten. Was? Wer weiß denn von unserem Treffen hier? Gut, wie dem auch sei, bringen Sie uns bitte Champagner, ja? Sehr wohl. Mr. Walker, wollen wir nicht vielleicht erst das Geschäftliche regeln? Dir, Mr. Walker, wie ich heiße, tut nichts zur Sache, aber Diskretion ist mein zweiter Vorname. Wenn Sie wollen, dass Ihre Frau nichts erfährt, verzichten Sie auf das Schloss. Eine Freundin, die es gut mit Ihnen meint. Irgendwas Ernstes? Es scheint, jemand hat etwas gegen unseren Deal. Ach, ich bitte Sie, mit etwas Widerstand machen Geschäfte doch erst richtig Spaß. Ich muss leider von Kauf zurücktreten. Und dann sagt ihr mir nicht mal Bescheid? Tut mir leid. Ich habe Felix versprechen müssen, dir nichts zu sagen. Er wollte es halt unbedingt selber beichten. Die ganze Zeit über habe ich mir ausgemalt, wie schön alles wird.
Das Festbankett, die Gäste aus den besten Kreisen, das Hochzeitskleid. Mann, ich heirate doch nur einmal im Leben. Armes Engelchen. Dabei habe ich noch versucht, das Schlimmste abzuwenden. Ich kannte diesen Hochzeitsplaner doch tatsächlich aus dem Knast. Aber der verehrte Herr Bräutigam, der lässt sich ja von mir nichts sagen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, die Hochzeit zu verschieben? Ich meine, bist du dir sicher, dass dir Felix jetzt noch das Leben bieten kann, das du dir wünschst? Oh, Papa! Ich denke dabei nur an dich. Ja, ich weiß. Du hast wirklich was Besseres verdient. Jemand, der dich auf Händen durchs Leben trägt. Und sich den entsprechenden Stil auch leisten kann. Ach, lass es doch klingeln. Es ist wichtig, ich erwarte einen Rückruf. Es geht um einen Auftrag für unsere Firma. Hm? Herr König, was kann ich für Sie tun? Ja, selbstverständlich haben wir auch einschlägige Erfahrungen mit Werttransporten. Ja, das ist mein Spezialgebiet. Gut, ich warte. Die haben Interesse an unserem Angebot. Vater! Mein Junge, ich habe beschlossen, Königsbrunn einen Besuch abzustatten. Oh, du hast dir wirklich Mühe gegeben. Alles auf das Schönste hergerichtet. Ausgerechnet, bevor du Königsbrunn für immer verlässt. Womit hast du Walker gedroht? Ich gedroht? Wer macht denn sowas? Tu nicht so scheinheilig. Ah, ich verstehe, Walker ist abgesprungen. Als ob du das nicht arrangiert hättest. Du weißt, Ansgar, wie wenig ich von dem Spruch halte, dass der Zweck die Mittel heiligt. Aber es gibt Ausnahmefälle. Ich verspreche dir, Vater, es wird dir gar nichts nützen. Es gibt genügend Interessenten für Königsbrunn. Du kannst sie nicht alle vergraulen. Das werde ich gar nicht brauchen, mein Junge. Denn du wirst Königsbrunn räumen. Und zwar für mich. Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihnen die Überraschung für Ihre Frau verdorben habe. Sie haben mich schamlos in die Falle gelockt. Schamlos? Wissen Sie, ich habe einfach keine andere Möglichkeit gesehen. Es gibt Menschen, denen bedeutet Königsbrunn weitaus mehr als ihrer Frau. Sie haben gewonnen. Aber ich verlange für meine Entgegenkommen die Aufnahmen. Es tut mir leid. Ich muss Sie schon wieder enttäuschen. Ich behalte Sie als Erinnerung an unsere kleine Begegnung. The whiskey's on you. Gerne. Ich bin eine faire Gewinnerin. Aber ich hoffe, dass wir uns nie wieder über den Weg laufen. Übrigens, ich bewahre die Bilder an einem sicheren Ort auf. Hallo, Herr Bilbrand. Ich bin gleich bei Ihnen. Hallo, Leonard. Vater, was machst du denn hier? Gute Nachrichten überbringen. Ausnahmsweise. Ansgars Käufer ist abgesprungen. Wie hast du das denn geschafft? Ja, das möchtest du besser nicht wissen. Ich habe übrigens mit Frau Kepler gesprochen. Du weißt schon, dass du zum Rauchen nicht unbedingt ins Freie musst, oder? Die gute Frau Kepler. Sie dramatisiert mal wieder alles. Wirklich? Du warst nicht betrunken? Vielleicht ein bisschen angetrunken, halb so wild. Ja, und dann ist mir eben so eine Spielerei von früher eingefallen. Was denn, du bist als Junge schon da rausgeklettert? Ja, na klar. Immer wenn ich euch nicht sehen wollte. Wenn man aufpasst, kann da gar nichts passieren. Ich muss mir also keine Sorgen machen. Wegen gestern oder weil du früher deine Aufsichtspflicht sträflich verletzt hast? Leonard, du nimmst mich nicht ernst. Ich hab doch beides überlebt. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Gut. Und wie teuer wäre das ganze Buffet dann? Was? 150 Euro pro Person? Und ohne die Meeresfrüchte? Und mit der doppelten Portion Austern und Kaviar? Vanessa! Ich werde meinen Verlobten schon überzeugen. Supi, wir melden uns. Vanessa, ich hab dir doch erklärt, dass wir uns ein teures Buffet nicht leisten können. Rate mal, was das ist. Keine Ahnung, ein Fax? Das ist der erste Großauftrag für meine Firma, vom Kunstmuseum. Und einen dicken Vorschuss zahlen sie auch. Was? Heißt das, wir... Ja, Hochzeit im großen Stil. Hast du das Weinschorn schon abgesagt? Sei ehrlich, du wärst doch enttäuscht gewesen, wenn wir ganz bescheiden hätten heiraten müssen, oder? Felix, schon. Aber für dich würde ich auf alles verzichten. Und so weit lassen wir es doch erst gar nicht kommen. Leonard hat dich einfach abblitzen lassen? Er will einfach nicht hören, dass er ein Tablettenproblem hat.
Ich weiß, was ich tue. Im Gegensatz zu dir habe ich Medizin studiert. Das haben wir ja gesehen. Du hast auf dem Dach dein Leben für ihn riskiert. Ja, und weißt du, was das Schlimmste ist? Er schafft es, allen was vorzumachen. Seinen Kollegen, den Patienten. Nicht mal sein Vater weiß, was mit ihm los ist. Aber ich dachte, er war immer so ein offener Typ. Warum will er sich jetzt nicht helfen lassen? Wahrscheinlich kann er das gar nicht. Das würde nämlich bedeuten, dass er sich dem Tod von Cecile wirklich stellen muss. Ja, stattdessen reitet er sich immer weiter rein in den Tablettensumpf. Mann, ich weiß doch, wie schlimm das ist, wenn man abhängig ist. Man lässt niemanden an sich ran. Wenn ich nur wüsste, wie ich ihm helfen kann. Da fällt mir nur noch eins ein. Wir haben den gleichen Gegner. Wir sind zwei vernünftige Menschen. Ich wusste, wir werden uns einig. Ich betone nochmals, Frau von Anstetten. Ich werde auf keinen Fall, auf gar keinen Fall gegen Ansgar in einem Prozess aussagen. Akzeptiert. Aber Sie garantieren mir lebenslanges Wohnrecht für mich und meinen Sohn auf Königsbrunn. Das allein wird mir bedeutend weiterhelfen im Sorgerechtsprozess. Dafür müssten wir Ansgar zu Beginn des Prozesses vom Schloss vertrieben haben. Das ist doch sehr optimistisch, Frau von Anstetten, finden Sie nicht? Wissen Sie, ich erreiche immer meine Ziele. Und ich will, dass mein Sohn auf dem Familienstammsitz groß wird. Ich hatte immer schon sehr viel übrig für Traditionen. Sie müssen mir nichts vormachen, Frau von Anstetten. Uns trennen nach wie vor Welten. Das haben Sie gerade erst wieder durch die Wahl Ihrer Mittel bewiesen. Gut. Wir haben ein Bündnis gegen Ansgar geschlossen. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Jana, kannst du nicht anklopfen? Wozu? Vor mir brauchst du deine Tablettensucht nicht mehr zu verstecken. Was willst du? Bist du jetzt die Samariterin oder was? Warum? Dir kann keiner mehr helfen. Du bist ein erbärmlicher kleiner Junkie. So jemand darf man auf keinen Fall auf seine Patienten loslassen. Und deswegen werde ich dich jetzt der Klinikleitung melden.